Stefan Behrendt, Fachhochschule Kiel, Zement in der Leistungselektronik. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Leistungselektronik ist ein Thema, mit dem jeder von uns fast täglich zu tun hat. Und die meisten Autonomalverbraucher wissen nicht einmal, dass sie existiert. Sei es nun der Aufzug, der Antriebsstrang des ICEs oder aber auch der Haushaltsstrom, der durch eine Windkraftanlage generiert wird. Überall stecken leistungselektronische Module dahinter, zumindest anteilig. Diese leistungselektronischen Module müssen aufgrund der elektrischen Isolation gehaust bzw. verkapselt werden. Dies geschieht heutzutage weitestgehend mit Kunststoffen, so wie hier dargestellt einmal mit Silikongelen oder aber auch Epoxidharzen. Kunststoffe haben neben der elektrischen Isolationsfähigkeit eigentlich keinerlei Vorteile für ein leistungselektronisches Modul. Sie haben eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, wodurch die im Halbleiter entstehende Verlustwärme nicht richtig abgeführt werden kann. Zum anderen haben sie aber einen sehr hohen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Dieser Ausdehnungskoeffizient, auch CTE genannt, gibt an, wie stark sich ein Material bei Erwärmung ausdehnt. Und in einem typischen Lastzyklus eines leistungselektronischen Moduls wird dieses in einem sehr kurzen Zeitraum sehr schnell warm und daraufhin wird es sehr schnell wieder abgekühlt. Das heißt also, die Materialien innerhalb dieses Moduls dehnen sich sehr stark aus und ziehen sich auch wieder zusammen. Haben wir nun, wie wir es hier schematisch einmal dargestellt haben, eine Vergussmasse auf einer Leistungsbaugruppe, die aus dem Halbleiter, dem Substrat und den oberseitigen Kontaktdrähten besteht. So hat beim Fall des Kunststoffes hier die Vergussmasse den CTE 1, der deutlich größer ist als der CTE 2 der darunterliegenden Halbleiterbaugruppe, hier dargestellt anhand der roten Pfeile. Und das resultiert in einem unterschiedlichen Grad der Ausdehnung bei Erwärmung des leistungselektronischen Moduls. Und dieser Unterschied der Ausdehnung führt zu mechanischen Spannungen innerhalb des Moduls, die so groß werden können, dass das Modul zerstört wird. Da wollten wir jetzt Abhilfe leisten und haben uns überlegt, wir möchten das Modul gerne mit Zement vergießen. Warum mit Zement? Er hat eine hohe Festigkeit, eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu einer Polymermatrix und eine niedrige thermische Dehnung. Und so kommen wir jetzt zu dem Falle, dass wir eben durch diese niedrige thermische Dehnung eine Vergussmasse mit einem CTE 1 haben, der annähernd dem CTE der darunterliegenden Baugruppe, dem CTE 2 entspricht. Und dadurch verhindern wir diese inneren mechanischen Spannungen. Wir möchten also durch den Einsatz von Zement im Leistungsmodul Folgendes antizipieren. Wir möchten eine höhere Energiedichte durch das Leistungsmodul führen. Durch die erhöhte Wärmeleitfähigkeit können wir die Entwärmung der Halbleiter effizienter gestalten und durch die niedrigere thermische Dehnung haben wir eine Steigerung der Zuverlässigkeit sowie der Lebensdauer des Leistungsmoduls. Diese Steigerung der Lebensdauer konnten wir auch schon experimentell feststellen. Wir haben einen Lebensdauertest mit mehreren Leistungsmodulen durchgeführt und haben festgestellt, dass ein zementvergossenes Modul circa dreimal länger lebt als ein Standard in Kunststoff vergossenes Modul und dadurch können wir sicherstellen, dass wir die eingesetzten Ressourcen so effizient wie möglich nutzen können. Vielen Dank.